Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben es jetzt gerade 4 Uhr morgens. Wir fahren jetzt gleich zum Turnier. Wir sind heute in Tangstedt und das Schöne ist direkt, ja quasi beim Turniergelände, wohnen meine Großeltern, die kommen uns extra besuchen, obwohl wir halt schon um 8 Uhr starten. Ich bin auch erstes Pferd und ja, ich habe bis um ja, kurz nach 11 noch gearbeitet. Dementsprechend fertig bin ich, weil ich jetzt schon seit einer halben Stunde wach bin. Ja. Das Erste, was nachher ruft, wird vor meinem Bett sein. Meine Stimme ist auch noch gar nicht richtig da. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal los und schau mal, wie viel ich euch heute zeigen kann. Wir reiten heute nur eine A-Dressur. Ja, ich bin schon relativ gespannt. Die Dressur bin ich schon mal geritten, allerdings mit Vic und habe mit Vic dort keine Note bekommen. Ist schon, ja, ist die A5-2, ist jetzt nicht unbedingt mega schwierig, aber hat relativ viele Lektionen in einer Dressur. Boah, ich schnack jetzt nicht lange und würde sagen, wir sehen uns später einfach wieder. So, ich habe Salette jetzt schon eingeflochten. Auto ist auch soweit eingeräumt. Kann ich mal zeigen. Hier sieht man jetzt nicht so viel Sporen. Oh, Hänger ist auch schon fertig. Zeige ich euch mal. Er hat nämlich ein Kuscheltier. Hier. Dass er immer was hat, was ihn so ein bisschen an zu Hause erinnert. Mama putzt ihn gerade noch. Ich gehe jetzt nochmal aufs Klo. Und ja, dann fahren wir auch gleich los. Ich hoffe, dass wir gut durchkommen, weil wir über Autobahn müssen. Und heute ist ja Wackenabreise. Oh, cool, gelb. Ich mache jetzt noch einmal kurz. Das ist übrigens mein Schrank. Den mache ich gleich noch kurz zu. Da müssen nämlich noch kurz ein, zwei Sachen rein. Hier ist mein anderer Schrank, da habe ich alles soweit draußen, Futter habe ich mit. Und ja, dann gehe ich kurz aufs Klo und dann nehme ich euch mit zu Saletti. Hier ist übrigens Vic. Hallo. Freundlich wie immer. Au! Aua! Ja, der wäre glaube ich auch ganz gerne mitgekommen. Aber wir gehen jetzt mal zu Saletti. So. Vic reite ich nächste Woche wahrscheinlich. Aus und freue mich spontan. Und jetzt gehen wir zu Saletti. So. Was? Was fand sie, Loriana? So, wir sind jetzt vom Turnier wieder zurück. Ich habe versucht, euch so ein ganz bisschen was zu filmen. Das Turniervideo direkt, also das Video von der Prüfung, das kommt auch noch online. Also entweder ist es schon online oder es kommt jetzt online. Auf jeden Fall ist es in der Infobox verlinkt. Es war super gut. Ich war erstes Pferd, hatte dann eine 7-0. Wer weiß, ob es vielleicht im Mittelfeld ein bisschen mehr gewesen wäre. Man kennt das ja, dass die Noten am Anfang doch noch relativ verhalten waren. Wir waren dann wie immer quasi zweite Reserve. Das Protokoll ist aber durchweg positiv. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Habe ich es hier irgendwo liegen? Nein. Nee. Das liegt hier leider nirgendwo gerade. Ich suche das mal. Nee. Ich finde das jetzt nicht. Aber es war positiv, mein Sitz wurde gelobt. Angemerkt wurde, dass meine Knie hochgezogen wurden. Ja, das ist halt immer noch dieses Problem, das ich beim Treiben habe. Ansonsten positiv, alles eigentlich soweit positiv, also nichts Negatives. Der Galopp, das war so ein bisschen, dass der spannig war. Sonst wurde wieder reingeschrieben, dass ich ein sehr hübsches Pferd habe, was mich natürlich immer freut. Ja, im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden. Aber wieder total lieb, kein Vergleich zum letzten Turnier in Herford, wo der ja wirklich extrem spannend war.
Wir sind jetzt übermorgen direkt wieder auf Turnier. Es ist ein Late Entry jetzt am Dienstag. Da reite ich Dressurreiter A und Dressurreiter L. Dass ich in der L nichts abbekomme, das weiß ich. Aber halt, damit ich nicht nur für eine Prüfung knapp 1,5 Stunden fahre, nenne ich halt immer alles, was ich reiten kann. Oder halt zumindest 2 Prüfungen. Auf die Dressurreiter A freue ich mich super. Den Richter hatte ich vor, ich glaube, 3 Wochen ist es jetzt her, in Herfahrt in der Dressurreiter L. Ich kann es nicht einschätzen. Ich hatte ihn damals immer im Springen. Im Springen mochte er mich. Da hatte ich immer gute Noten. In der Dressur weiß ich es noch nicht. Da hatte ich bisher, ja, mit Vic, da hatte ich ja eh relativ schlechte Noten. Und jetzt halt mit Saletti da diese große Vorstellung in Herfahrt. Aber da lasse ich mich überraschen. Ja, mal schauen. Ich habe aber noch einen kleinen Haul. Und zwar habe ich schon länger drüber nachgedacht, mir Rädchensporn anzuschaffen. Ich möchte jetzt auch gar keine Kommentare oder irgendwelche Diskussionen zu haben. Ich habe einfach zu wenig Kraft im Bein und muss da die ganze Zeit mit den Sporen rumbohren. Deswegen möchte ich lieber Sporen haben, die ein bisschen schärfer sind, dass ich wirklich nur einmal so ein bisschen normal quasi an diesen Impuls geben muss, als da die ganze Zeit rumzubohren. Daher Rädchensporen. Zeige ich euch. Das sind einmal diese hier geworden von Sprenger. Seht ihr das? Das blendet natürlich so ein bisschen. Ich muss sagen, also Sprengersporen sind ja wirklich extrem teuer. Ich hoffe, dass die wenigstens ordentlich halten. Die haben jetzt nämlich, regulär hätten die 53,90 Euro gekostet. Wir haben jetzt für 50 bekommen. Das sind, steht hier irgendwas wie lang? Nee, steht hier nicht wie lang. Aber ich schätze mal, das sind 2 cm und man sieht, das ist so ein ganz normales Rädchen, also kein Zackenrad oder sonst was, sondern ein recht humanes Rädchen. Werde ich dann am Dienstag auf Turnier direkt ausprobieren. Mal schauen, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Dann dazu passend einmal ganz normale Sporenriemen, weil da nichts mit Glitzer da. Dann, was ich auch unbedingt gebraucht habe, sind weiße Reithandschuhe. Natürlich hier schön mit Glitzer, seht ihr das? Hier sind Glitzersteinchen. Die sind von ELT. Die hatte ich damals schon im Springen. In Schwarz. Ja, jetzt einfach mal weiße Turnierreithandschuhe. Mein erstes Paar übrigens. Habe ich schon erwähnt. Achso, die Sporenriemen haben, glaube ich, 6 Euro gekostet. Und diese hier 19,95. Ja. Und dann habe ich noch ein super Schnäppchen gemacht. Da waren nämlich 40% auf Turniershirts. Und ich habe ja nur dieses eine von Imperial Riding mit dem riesengroßen Smiley, weil mir die anderen leider zu klein sind oder halt einfach nicht mehr gefallen. Dann hatte ich mir geguckt und habe jetzt eins von Kingsland gefunden. Und ihr werdet jetzt, ihr seht ja sowieso schon hier meine Lieblingsfarbe und tada! Das ist auch eins. In, also pink, sieht man das. Es hat hier halt so pinke Ärmel. Hier hinten ist auch noch so ein pinker Streifen. Hier ist das noch so ein bisschen pink abgesetzt. Das Logo von Kingsland. Und das hat jetzt 30 Euro gekostet. Ja, und hier an der Seite steht auch nochmal, sieht man das? Kingsland. Ja, kleiner, aber feiner Haul. Also bisher habe ich auf jedem Turnier was abgestaubt. In Herford hatten wir auch noch was gekauft, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Und zwar war das ein Stirnriemen und Reiskeimöl. So, jetzt rede ich auch nicht mehr lange drum rum. Ich räume jetzt das Auto auf und fahre nach Hause. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. Und ich nehme euch auf jeden Fall am Dienstag wieder mit. Auf jeden Fall gibt es halt die Prüfungsritte, was ich sonst noch so filme. Keine Ahnung. Saletti ist jetzt auch der Weide, der ist glücklich und zufrieden bei seinem Freund Vic. Die beiden lieben sich. Und ja, ich versuche das Video auch direkt jetzt gleich, wenn ich zu Hause bin, noch zu schneiden, dass ihr das heute noch seht. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss!